1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Ein böses Virus hat mich dahin gerafft und deshalb musste gestern und vorgestern diese Sendung leider ausfallen. Jetzt geht's einigermaßen wieder. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich, dass ihr da seid. Also kann's losgehen. Wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050. Oder mailt unter domian@wdr.de oder faxt unter 0800 220 50 51. Mit wem geht es los? Es geht los mit Jutta. Und Jutta ist 44 Jahre alt. Hallo Jutta. Hallo Domian. Weswegen rufst du an? Ich habe ein Problem. Mein Mann hat mehrere Geliebte. Dein Mann hat mehrere Geliebte? Mehrere. Er trifft sich regelmäßig mit anderen Frauen. Aha. Sind also seit 22 Jahren verheiratet. Ja, wie viele Geliebte hat er? Im Moment eine feste, trifft sich mit mehreren Frauen auch noch, sucht immer weiter. Aha. Eine Bitte, Jutta. Ja? Machst du bitte den Fernseher oder das Radio ganz leise oder am besten ganz aus? Aber leise reicht auch aus, okay, beim Fernsehen. Sonst haben wir so eine Rückkopplung. Okay, habe ich gemacht. Also 22 Jahre verheiratet, eine feste Geliebte und mehrere andere auch noch nebenher. Genau. Wie viel? Was heißt mehrere andere? Eine, zwei, drei? Vier oder fünf. Vier oder fünf. Hm? Woher weißt du das? Er hat es mir selber gesagt, er hat sich mit einer Frau getroffen. Ja. Und ich habe es im Chat gesehen. Er geht also im Internet chatten. Ja, und da hast du, wie hast du das da gesehen? Ja, ich sitze meistens daneben am Computer. Wie? Er chattet mit anderen Frauen, während du daneben sitzt? Ja. Das ist aber dreist, oder? Ja. Wie lange geht denn das Ganze schon? Seit ich ihn verlassen habe, so ungefähr Januar, Februar. Ach, du hast ihn jetzt verlassen? Ich habe die Scheidung eingereicht. Ich bin wieder bei ihm jetzt, ja. Ah, also kompliziert. Also du bist ihm auf die Schliche gekommen, voriges Jahr irgendwann. Er hat es mir selber gesagt. Er hat es dir selbst gesagt, voriges Jahr. Dann hast du ihn verlassen im Januar? Nein, ich habe ihn schon im Dezember verlassen. Ja. Ich habe die Scheidung eingereicht. Ja. Dann hat er sich im Januar, Februar eine Geliebte genommen. Aha. Zusätzlich noch zu den anderen, bereits erwähnten. Ja, genau. Ja. Und jetzt bist du wieder mit ihm zusammen? Ich bin wieder hier, ja. Warum? Frage ich mich jetzt im Moment auch. Ja, frage ich mich auch, wenn ich das so höre. Also, er ist so fremdgegangen mit so vielen Frauen. Ich bin auch fremdgegangen. Du bist auch fremdgegangen? Ja, ich hatte einen 18-Jährigen und einen 20-Jährigen. Hey, einen 18-Jährigen? Bitte? Einen 18-Jährigen? Ja, genau. So, da liedermäßig, ne? Gab's also so nur einmal. Einmal. Er war gerade 18 Jahre, ne? Ja, kennst genau. Ja, was ist denn da jetzt los? Erzähl mal. Jetzt bist du wieder mit ihm zusammen. Ich bin wieder mit meinem Mann zusammen, ja. Und ich bräuchte einen Rat, was ich eigentlich machen soll. Jeder redet mir, ich soll ihn verlassen. Ja. Aber im Moment habe ich gar keine Kraft dazu, weil okay, er macht mich regelmäßig fertig. Jetzt müssen wir erstmal klären, warum du wieder bei ihm bist. Warum? Weil mir jeder dazu geraten hat, weil ich ihn noch geliebt habe. Wer hat dir dazu geraten? Meine Tochter, meine Freunde. Mhm. Ja. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, kann ich wieder zurückkommen? Er sagte ja. Und dann bin ich wieder zu ihm zurückgegangen. Hat er denn gesagt, okay, du kannst zurückkommen? Ja, genau. Ich trenne mich auch von meinen anderen Frauen. Nein, er trennt sich nicht. Er trennt sich nicht? Nein, er fährt auch in 2 oder 3 Wochen wieder hin. Aha. Aber du hast deine ganzen Geschichten, die sind jetzt vom Tisch. Die sind vom Tisch, ja. Du gehst zu deinem Mann zurück, von dem du noch nicht geschieden bist. Genau. Obwohl er sagt, ich lasse weiter die eine Beziehung laufen und eventuell auch noch andere Frauenbeziehungen. Ja. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Bin ich ehrlich drin. Das verstehe ich wirklich nicht. Ja. Was ist denn da noch? Ist da eine Abhängigkeit? Ist das? Da ist eine Abhängigkeit. Ich wollte sagen, kann man da von Liebe noch sprechen? Von Liebe im Moment absolut nicht mehr. Er hat mich auch geschlagen, vergewaltigt. Das ist natürlich jetzt eine große Anschuldigung, ne? Das stimmt. Das ist keine Anschuldigung. Das stimmt. Das haben meine Kinder auch mitbekommen. Ja. Mit Konsequenzen hast du ihn angezeigt? Er ist ins Gefängnis gekommen. Er ist ins Gefängnis sogar dafür gekommen? Ja. Wie lange liegt das zurück? Oh, das ist schon ein paar Jahre her.
Aha, wie lange war er im Gefängnis? Eine Nacht. Eine Nacht? Ja, gut. Ich habe ihn nicht angezeigt. Aha. Also das war ein U-Haft oder was? Oder ja, nicht mal das? Also ich habe auch den Nachbarn gerufen, ich habe um Hilfe gerufen, als er mich zusammengeschlagen hat. Und dann ist die Polizei gekommen und hat ihn abgeholt. Wie oft hat er dich geschlagen? Dreimal. Er hat dich geschlagen. Er hat dich, wie du sagst, vergewaltigt. In der Ehe. Jede Nacht um 4 Uhr kam er. Das ging monatelang. Ach so, dass er dich zum Sex gezwungen hat. Genau. Mhm. Das ist ja schon sehr, sehr, sehr viel. Und sehr schlimm, was du da erzählst. Und dann kommt da noch hinzu, dass er so viele Frauen hatte und immer noch hat. Ja. Und dann ist die Jutta, die 44-jährige Jutta, und erzählt mir, dass sie zu diesem Mann wieder zurückgegangen ist. Ja, ich weiß, keiner versteht es. Mhm. Ich verstehe es auch selber nicht. Ich glaube schon. Du hast sicher irgendeine Idee hast du. Da bin ich sicher. Ich habe auch vor, auszuziehen. Also jetzt doch wieder einen Rückschritt zu machen, oder was? Ja, genau. Mhm. Aber ich bin sicher, Jutta, dass du irgendeine Idee hast, warum du da so labil bist, sage ich mal. Warum es dich zu diesem Mann zurückzieht. Irgendeine Ahnung wirst du in dir spüren. Ich habe ihn geliebt, über alles. Aber wir sind jetzt in der tiefen Vergangenheit, ne? Ich habe ihn geliebt. Ja. Vielleicht vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Vor 20 Jahren hast du ihn vielleicht heiß und innig geliebt. Aber er hat dann ja alles durch sein Verhalten eigentlich kaputt gemacht. Ne? Genau. Er hat alles kaputt gemacht. Mhm. Ich habe ihn heute auch gehasst über alles. Heute? Was war heute? Ja, er betitelt mich immer als alte Schlampe. Mhm. Gibt mir die dreckigsten Schimpfwörter, die es nur gibt. Mhm. Das mitten auf der Straße, damit sie alle mitkriegen. Mhm. Was glaubst du denn, warum er dem zugestimmt hat, dass du wieder zurückkommst? Ja, ich denke, er liebt mich noch, aber er sagt es mir nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der dich liebt. Ich glaube, dass du einfach sehr praktisch für den bist. Ja, ich bin die... Ein praktisches Dummchen. Ich sag's jetzt mal provokant. Ja, genau, das denke ich mir auch. Ja? Zusammen, ja. Weil er kann, du bist wahrscheinlich sehr, sehr hilfreich so in seinem Alltag. Er manipuliert mich, glaube ich, bis zum Abwinken. Mhm. Und es ist auch für manche Menschen toll und ein tolles Gefühl, einfach so einen Sklaven da laufen zu haben. Machtgeschichten sind das. Er wollte gestern auch wieder Sex von mir haben. Mhm. Ich habe ihn aus dem Schlafzimmer rausgeschmissen und er wollte gestern Sex, was ich nicht gemacht habe. Ja. Weißt du, ich weiß, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die in solchen Beziehungen kleben bleiben. Obwohl objektiv gesehen jeder sagt, da musst du raus. Ja. Aber es gibt eine Struktur bei Menschen, offensichtlich hast du auch so eine Struktur, die so etwas suchen oder an sowas kleben bleiben. Nämlich, wenn man so schlecht behandelt wird, sich weiter schlecht behandeln zu lassen und nicht die Konsequenz zu ziehen. Ja, ich denke, ich sollte auch langsam die Konsequenzen ziehen. Ich finde es auch. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist oftmals in solchen Konstellationen so, dass du die Kraft da selbst für gar nicht hast, wirklich letztendlich zu gehen. Ja? Weil das ist sicher so ritualisiert, auch euer Verhalten, dass ich dir schon dringend empfehlen würde, dir von außen zusätzlich so eine Unterstützung zu holen. Mhm. In Form einer Beratungsstelle, eines Therapeuten, eines Psychologen, wie auch immer. Der dir einfach den Rückhalt gibt. Ich war ja auch in der Psychiatrie gewesen. Aha. Ich wurde also systematisch in den Wahnsinn getrieben von Nachbarsmädchen und von einer Bekannten, von 14-Jährigen. Ich habe es meinem Mann erzählt, er hat mir nie geglaubt, 1,5 Jahre nicht geglaubt. Mhm. Und da habe ich mich in die Psychiatrie einweisen lassen. Mhm. Ich mehr konnte. Ein weiteres Beispiel dafür, dein Mann hat dir nicht geglaubt, obwohl du da in großen Problemen warst. Ja, genau. Also objektiv gesehen wird es sicher das Richtigste sein und das siehst du rational auch so, dass du weg musst von dem Mann. Aber das Problem ist immer, wie schaffst du das emotional von dem loszukommen, aus diesem Abhängigkeitsverhältnis rauszukommen. Da würde ich dir professionelle Hilfe anraten. Ja? Und ich würde dir gerne erst auch noch vorschlagen, dass du mit meinem Psychologen einige Woche redest. Ich gehe auch immer zum Psychiater. Ja, dennoch möchte ich gerne, dass mein Psychologe, der Peter, noch ein paar Worte mit dir spricht. Ja? Um dir vielleicht auch den einen oder anderen hilfreichen Tipp oder die eine oder andere Telefonnummer noch zu geben. Oh ja, sehr schön. Bist du einverstanden? Ich bin einverstanden. Gut, dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, und ich wünsche toi 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 und alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. So, meine Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, Entschuldigung, über welches Thema auch immer, vielleicht auch über Fußball, dann meldet euch einfach bei mir, entweder über die Telefonnummer oder domian@wdr.de.
Spiel.de. Auch ich habe mir dieses Spiel heute angeschaut. Obwohl ich keine große Ahnung habe, hat es meinen Gesamtzustand, auch den gesundheitlichen Zustand, nicht gerade weiter aufgebaut. Wie ging es euch? Thorsten, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Bin ich da jetzt in der Sendung? Du bist jetzt live on air, wie man das schon sagt. Ja, hallo Thorsten. Ja. Hallo Jürgen, grüß dich. Dein Thema. Ja, mein Thema jetzt, weil du gesagt hast, Fußball, es ist jetzt aber kein Fußball. Wie? Fußball, es ist aber kein Fußball? Nee, du hast gesagt Fußball. Es geht bei mir leider um ein etwas trauriges Thema. Ich meine, Fußball ist genauso traurig. Ja. Nein, nein, aber wir müssen ja nicht sofort über Fußball reden. Das war ja auch nur ein Vorschlag gerade. Leg mal los, um was es bei dir geht. Ja, bei mir ist so, ich habe seit 4 Jahren habe ich jetzt, weiß ich, dass ich Leukämie habe. Ja. Und meine Freundin, mit der ich seitdem ich 20 bin... Thorsten, ich unterbreche mal eben. Die Leitung ist super schlecht. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nee, aber ich bin hier gerade in meinem Vorraum von meiner Wohnung. Ich kann auch rausgehen. Ja, es halt so und so. Gehen wir vielleicht ein bisschen woanders hin. Okay, ist jetzt besser? Jetzt klingt es schon gleich besser, in der Tat, ja. Okay. Mhm. Also ja, seit 4 Jahren, seit 4 Jahren Leukämie erkrankt. Genau, ja. Mhm. Genau. Und ich bin ja jetzt 26. Mhm. Und seitdem ich 20 bin, bin ich mit meiner Freundin zusammen und habe es aber noch nicht geschafft, ihr zu erzählen, dass ich Leukämie habe. Ach. Ja? Wie, seit 4 Jahren trägst du das heimlich, geheim mit dir herum? Genau, ja. Wer weiß das denn? Und zwar ist es so gewesen, damals hatte ich eine Routineuntersuchung bei meinem Hausarzt. Kannst du mir gleich erzählen. Wer weiß denn von der Erkrankung? Also das weiß mein Arzt und das weiß ich. Nur ihr beiden? Genau. Ja. Also keine Eltern, kein Bruder, Schwester, Freunde, niemand? Nein, weil ich bin in meinem Leben schon immer ein fröhlicher Mensch gewesen und habe immer Erfolg gehabt. Ja. Und ich schaffe es einfach nicht, das anderen Menschen zu erzählen. Ne? Ja. Vor allem nicht meine Freundin, weil sie von mir denkt, hier voll erfolgreicher Typ in seinem Beruf und so weiter. Jetzt erzähl mal, wie das gerade, du hast gerade angefangen, das zu erzählen. Es kam damals bei einer Routineuntersuchung raus. Genau, ja, genau. Also es war so, ich habe da mal gesagt zu meinem Hausarzt, die möchte mal einen Komplettcheck machen, von oben bis unten. Ja. Meine Kumpels haben da auch mitgemacht. Ja. Und dann haben die mein Blut natürlich abgenommen und haben dann nach ein paar Wochen mir das Ergebnis dann sozusagen eröffnet. Ne? Ja. Und ich mache jetzt auch schon leichte Chemotherapie. Ja, Moment, also dann hast du damals diese Diagnose gehört, die ja schon einen wahrscheinlich umhaut, wenn man das hört. Ja, absolut. Ne? Also die hat mich wirklich in meiner kompletten Lebenslaufbahn für mich schon mal innerlich ausgebracht. Verstehe. Genau, ja. Leukämie ist ja nun eine sehr schwere Erkrankung. Wenn du sie seit 4 Jahren hast, du hast gerade eine Andeutung gemacht, wie gehst du therapeutisch mit dieser Krankheit um? Ja, da habe ich mich mit meinem Arzt zusammengesetzt und er hat mir jetzt erstmal eine leichte Chemotherapie verordnet sozusagen. Also bisher ging es so einigermaßen gut? Ja, also ich habe auch körperlich davon noch nichts bemerkt, muss ich sagen, persönlich. Ne? Und seit jetzt einem knappen Jahr machen wir das zusammen. Ja. Und es sind natürlich auch einige Auswirkungen, ne? Dass man... Das heißt aber, Thorsten, ich unterbreche mal eben, dass du 4 Jahre ist ja eine lange Zeit. Ich bin so ein bisschen erstaunt, wenn man 4 Jahre so eine schwere Erkrankung hat, dass du jetzt erst seit kurzem oder seit einem knappen Jahr mit der Chemotherapie anfängst. Du warst aber in dieser ganzen Zeit in strenger ärztlicher Kontrolle. Richtig, ja. Er hat auch mir gesagt, es ist noch so in Ordnung. Ah, verstehe. Ist noch nicht so schlimm, aber wir sollten aber jetzt langsam mal anfangen. Und wo passiert diese, du sagst, leichte Chemotherapie? Passiert die im Krankenhaus oder wird die ambulant vorgenommen? Da gehe ich immer dann ins Krankenhaus bei uns hier im Ort. Und, und wie lange musst du dann da bleiben? Ich bleibe dann meistens, also ich nehme dann Urlaub und bleib dann meistens so für eine Woche dann da drin. Ja. Und was erzählst du dann, um jetzt auf deine Freundin zurückzukommen, die davon nichts weiß? Niemand weiß davon etwas. Was erzählst du dann deiner Freundin? Da finde ich dann immer irgendwelche Geschichten. Ne? Zum Beispiel, dass ich mit meinen Kumpels nach Mallorca fahre und solche Sachen. Ne? Und dann komme ich immer zurück und sehe ziemlich kaputt aus und dann sage ich, ich habe viel getrunken und so. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Warum machst du das denn? Ja, weil ich es einfach nicht... für mich selber realisieren kann, also ich habe es mittlerweile für mich realisiert, aber ich kann es irgendwie
nicht anderen Menschen beibringen, dass ich krank bin, dass ich wirklich sage, Ich glaube, du hast jetzt in diesem Moment schon einen großen Schritt getan, nämlich indem du hier anrufst, mir das erzählst und somit ganz vielen anderen Menschen auch erzählst. Ja. Aber ich frage jetzt doch nochmal, warum ist denn das so, dass du das anderen Menschen bisher nicht hast sagen können? Ja, für mich kann ich mich nur so einschätzen, dass ich in meinem Leben, ich habe Abitur gemacht, habe einen super Beruf, ich habe eigentlich immer nur Erfolg gehabt und das wäre jetzt so ein riesen Rückschlag gewesen, dass ich das einfach meiner Umwelt irgendwie nicht beibringen kann. Meine Großeltern, meine Eltern, ich weiß nicht, die sehen das dann als vielleicht so hier schlechter Mensch oder was, ich weiß nicht. Was natürlich verrückt ist, so zu denken, ne? Als schlechter Mensch. Niemand wird von dir denken, dass du ein schlechter Mensch bist, wenn man erfährt, dass du Leukämie hast. Ja. Du hast wahrscheinlich auch Angst, dass du hast wahrscheinlich so ein Strahlemann-Image auch. Ne? Ja, so genau. Auf jeder Party, wenn ich bin total super drauf. So ein Gewinnertyp, ne? Ja. Und du möchtest gerne, Getaut, ne? Ich habe die größten Fußballlieder gesungen und alle. Und das weiß ich wirklich. Und du möchtest wahrscheinlich dieses Image, magst du auch, aus welchen narzisstischen Gründen auch immer, und hast Angst, dass durch eine Krankheit das angekratzt wird. Absolut, genau. Und was machst du vom Beruf? Bitte? Was machst du vom Beruf? Ja, ich bin hier bei uns in einer Automobilzuliefererfirma, bin ich im Einkauf tätig. Ah ja, ja. So, Thorsten, jetzt ist aber heute der Tag, dass du hier anrufst und es mir erzählst. Warum? Ja, weil ich mir jetzt gedacht habe, ich bin jetzt nach Hause gekommen, habe mir gedacht, irgendwie ist das dann doch nicht das Wahre. Also es kann nicht sein, dass, ich meine, ich bin jetzt auch ein bisschen down, weil Deutschland ausgeschieden ist, muss ich sagen. Ich spiele auch Fußball noch dazu, hier Jürgen, ja. Muss ich, ne? Und dann habe ich mir gesagt, jetzt wenn du jetzt einmal sowieso in dich gegangen bist, dann kannst du jetzt auch mal jemand anders das erzählen. Und ich muss dir sagen, dass ich das schon mal sehr gut finde. Das muss ich nochmal sagen. Das finde ich wirklich ausgesprochen gut, dass du diesen Schritt jetzt unternommen hast. Wie hat denn diese Chemotherapie eigentlich bisher angeschlagen? Ja, angeschlagen hat sie insofern, dass wenn ich zurückkomme, immer ziemlich krank aussehe. Das ist klar, also etwas niedergeschlagen. Okay, das ist klar. Platt im Gesicht und leichten Haarausfall bekomme. Ja. Ich bin jetzt 26. Das ist mir klar, dass man danach erstmal nicht gerade toll aussieht, aber welche therapeutische Wirkung hat die Chemotherapie bisher? Ja, also so wie mein Arzt gesagt hat, hat es bis jetzt noch keinen großen Erfolg gehabt. Ja. Aber wenn wir weitermachen, dann kann das durchaus besser werden. Ja? So, Thorsten, jetzt mache ich dir einen ganz, ganz klaren und ganz einfachen Vorschlag. Ja. Und sage dir, was ich für unbedingt notwendig halte. Und ich bin davon überzeugt und finde, dass du das sofort tun solltest. Ja. Nämlich morgen schon deine Freundin einweihen über deine Krankheit. Aha. Und auch in den nächsten Tagen, ich weiß nicht, wie eng dein Verhältnis zu deiner Familie ist, deinen Eltern, Großeltern, weiß ich nicht. Ich finde auch, dass die Eltern ein Recht darauf haben, das zu erfahren. Ich will dir sagen, wenn ich deine Freundin wäre ich erstmal sehr, sehr, sehr sauer. Ich wäre natürlich auch bestürzt und in Sorge, wenn du mir das erzählen würdest. Aber ich wäre auch auf der anderen Seite sehr wütend. Wo lebe ich mit dem Typ jetzt 6 Jahre zusammen? Und seit 4 Jahren hat er so eine schwere Erkrankung und der macht den Mund nicht auf. Was ist das für eine Liebe? Was ist das für ein Vertrauensverhältnis? Ja. Das geht so nicht. Ja, das ist auch indirekt irgendwie meine Angst gewesen, dass wenn ich das dann sage, weil wir auch Familienpläne hatten und so weiter, dass dann das Ganze sozusagen im Sand verläuft oder für immer zu Ende ist, ne? Weil sie dann weiß, irgendwann bin ich nicht mehr da. Ne? Ja, also Thorsten, ich garantiere dir aber, wenn deine Freundin, und ich hoffe das und gehe davon aus, dass deine Freundin dich wirklich liebt, dann wird die dich nicht verlassen, nur weil du jetzt krank bist. Und wenn sie dich jetzt verlassen würde, weil du krank bist, dann ist es verdammt gut, dass sie dich verlässt. Denn dann ist sie es gar nicht wert, dass sie deine Freundin ist. Ja, klar, dann weiß ich, ne? Ja, aber richte dich auf jeden Fall auch auf ein Donnerwetter ein, nämlich auf Empörung und Entsetzen nach dem Motto, wieso sagst du mir das nicht? Das wird dir schon entgegenkommen. Ja, ja. Aber das musst du jetzt halt aushalten. Ich finde, du musst reden jetzt. Da muss ich dann mal jetzt wirklich Initiative ergreifen. Das finde ich schon, ja.
Ja, ich finde, dass man das einfach den Menschen schuldig ist, mit denen man nah verbunden ist. Auch, ja, mit deiner Familie. Ja, ja. Es, ja, ist doch keine, es ist doch kein Makel oder keine Schande, eine Erkrankung zu haben. Ja, klar. Ich meine, es war schon für mich immer früher so, dass wenn ich irgendwie irgendwas hatte, ich zum Beispiel, ich bin auch als kleines Kind damals operiert worden und ja, das war für mich schon, das ist irgendwie so ein komisches Gefühl, wenn man etwas hat in seinem Körper und man ist normal im Leben, steht im Leben und weiß, wenn man jetzt das Preis gibt, dann haben alle Mitleid mit einem und man kann nicht mehr der sein, der man früher war. Ne? Es ist vielleicht ganz gut, wenn du nicht mehr der bist, der du früher warst, weil ich glaube, dass du auch ein ziemlich verlogenes Image dir aufgebaut hast. Ja. Was gar nicht so der Thorsten ist, der Thorsten eigentlich ist, wenn man dahinter guckt. Also siehst du einfach mal als Chance, jetzt was zu verändern. Und ich glaube, es kann sich nur zum Guten verändern, weil du einfach auch ehrlicher lebst. Und ehrlich leben ist immer gut. Ja. Das ist immer gut, da gibt es gar nichts zu reden. Ja. So, Thorsten, das ist toi, toi, toi für die Offenbarungsgespräche. Ja. Und vor allen Dingen gute Besserung dir. Danke dir. Auf Wiederhören, Thorsten. Danke. Ich möchte noch kurz meinen Kumpel, den habe ich neulich auch gehört in der Sendung bei dir. Ja. Den kenne ich nämlich, der ist aus meiner Gegend, der ist der Kalle. Okay. Kalle Höstrich. Okay, dann grüßen wir jetzt mal Kalle. Gern grüßen, ja. Okay, alles klar. Okay. Tschüss. Alles klar, danke, tschüss. 0800, ihr Lieben. 220 5050, die heiße Nummer hier zu uns ins Studio, die für euch kostenfrei ist. 0800 220 5050. Wer ist hier? Hier ist Yvonne und Yvonne ist 22. Ja, hallo, Domian. Hallo, Yvonne. Über was reden wir? Und zwar, das geht darum, dass mich das Verhältnis zu meiner Mama ziemlich belastet. Mit der Mama? Genau. Warum? Und zwar waren wir eigentlich mal beste Freundinnen. Mhm. Also war alles wunderbar. Dann hatte ich mich von meinem Mann scheiden lassen. Mhm. Sie hatte sich dann mit ihm besser verstanden noch, wo ich ihm gesagt habe, ist okay, er braucht jetzt ein bisschen Zustimmung. Aber sie hat sich nicht sehr viel besser mit ihm verstanden? Nee, also sie hat ihn halt nur wie einen Sohn lieb geworden. Achso, also ich wollte darauf hinaus, nicht, dass die irgendwie ein Verhältnis miteinander hatten. Nein, das auf gar keinen Fall, das weiß ich. Nee, und jetzt ist es halt so, dass sie aber zu allen Freunden, die ich auch kannte, den Kontakt abgebrochen hatte. Mhm. Weil sie hat auf der Arbeit halt eine Freundin kennengelernt, mit der sie sich sehr gut versteht. Ja. Wo ich auch positiv überrascht war, dass ich gesagt habe, okay, Mensch, es ist doch schön, dass du eine Freundin hast. Ja. Lass mich kurz zwischenfragen, damit ich es zeitlich richtig einordnen kann. Seit wann seid ihr jetzt eher distanziert miteinander? Wie lange schon? Das ist jetzt ungefähr seit einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr. Mhm. Genau. Okay. Mhm. So, jetzt hat sie auf der Arbeit eine Freundin kennengelernt. Genau, das hat sie. Auch relativ frisch? Nee, das ist schon etwas länger. Ja. Ja, über ein halbes Jahr kennt sie die jetzt schon. Ja. Und nur hat sie sich halt völlig verändert. Also sie war eigentlich eine relativ taffe Frau, also eine Kämpfernatur. Mhm. Und momentan ist es halt echt so, dass sie wie so ein kleines Mauerblümchen ist. Also sie hat sich völlig verändert. Und wie gesagt, sie hat den Kontakt zu den ganzen Freunden abgebrochen. Mhm. Weil die hatten was gegen die Freundin gesagt gehabt. Also haben ihr gesagt... Moment mal, wann hast du dich getrennt von deinem Mann? Das war vor über einem Jahr jetzt. Vor einem Jahr. Genau. Und danach hatte schon etwas gekriselt zwischen euch beiden. Genau. Weil sie mehr zu deinem Mann gehalten hat zum Schluss als zu dir. Ganz genau. Und dann wurde das schon ein bisschen distanziert und nun hat sie seit einem halben Jahr eine Freundin. Genau. Also, also ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt vielleicht auch zusammen sind oder nicht. Also vermuten tue ich es. Ach so, es gibt die Überlegung, dass es eine lesbische Beziehung ist. Genau, also überlege ich mir halt, ne? Weil die sind aber deine Mutter hatte, zusammen. Ah ja, aber deine Mutter hatte früher keine lesbischen Kontakte. Nee, sie war eigentlich immer mit Männern zusammen. Ja. So, hat die Freundin etwas auch damit zu tun, dass sie so distanziert zu dir ist? Vermutest du das? Vermute ich ja, weil sie hat öfters mal Andeutungen gemacht, dass ich meine Mutter nicht kennen würde. Und man merkt sich, dass sie so einen Keil dazwischen treibt. Also die Freundin hat das zu dir gesagt? Genau. Aha. Und wenn ich halt mit meiner Mutter mich mal allein treffen wollte, war sie grundsätzlich dabei. Mhm. Also ich verstehe es richtig, dass so der erste Knackpunkt kam, als du dich von deinem Mann getrennt hast. Mhm. Und es ist noch ein bisschen stärker geworden dadurch, dass sie jetzt mit der Frau zusammen ist. Ganz genau. Ah ja. Mhm. Und es ist halt das Problem, dass jeder, der irgendwas gegen die Freundin gesagt hatte, dem hat sie halt gleich den Rücken zugekehrt. Deswegen habe ich selber noch nichts gesagt. Ja. Ich habe halt einfach den Mund gehalten, habe es dann geschluckt. Ja. Und auch was die Freundin zu mir sagte, habe ich auch gesagt, okay, wenn du meinst, bitte. Aber habe ich dann halt einfach versucht zu ignorieren. Wie oft siehst du sie denn noch, deine Mutter und auch die Freundin deiner Mutter?
Also das ist mindestens einmal in der Woche. Einmal in der Woche, ne? Immerhin. Immerhin. Genau. Also nur ist das halt das Problem, dass meine Mutter auch gar nicht mehr reden mag. Das letzte Mal, wo ich bei ihr war, da haben wir eigentlich so einen Frauenabend gemacht. Und man dachte, dass man da halt sich ein bisschen unterhalten könnte. Und dann meinte sie aber, dass sie lieber ein Video gucken möchte, wo man sich halt nicht unterhalten kann. Und dann saßen wir halt nebeneinander. Also sie sucht das Gespräch auch nicht. Habe ich den Eindruck, ist der Eindruck richtig, dass deine Mutter vielleicht auch Angst hat vor einem Gespräch? Ich glaube ja. Mhm. Ich glaube ja. Ich weiß nur nicht, wovor sie Angst hat, weil wie ich alt bin ist, eigentlich für alles offen. Wie alt ist deine Mutter? Die ist jetzt 46. Früher gute Freundin. Auf jeden Fall, ja. So, dann liegt's an dir, dass du es schaffen musst, mit deiner Mutter alleine ins Gespräch zu kommen. Mhm. Irgendwas ist ja in der Luft. Wenn es nicht allein, ja. Vielleicht ist es ja, du hast es ja gerade schon selbst formuliert, vielleicht ist sie ja wirklich mit dieser Frau zusammen. Ja. Und sie schämt sich dessen. Mhm. Kann ja auch sein. Ich würde es an deiner Stelle offensiv ansprechen. Hier, Mutti, läuft da was zwischen dir und der Frau? Mhm. Wenn dem so ist, mir ist es egal. Mach was du willst, es ist dein Leben. Ja, eben. Vielleicht hat sie aus irgendeinem Grund Hemmungen oder Druck oder weiß der Teufel was. Geh ganz offensiv an sie ran. Mhm. Sprich das alles an, was du vermutest, aber natürlich ohne Vorwürfe. Geh vielleicht auch nochmal ein bisschen in die Vergangenheit, was da war mit deinem Ex-Partner, weiß ich nicht genau. Aber irgendwie, es kreist sich alles um diese Freunde, ne? Genau. Und such das Gespräch natürlich mit ihr alleine, wenn die Freundin nicht dabei ist. Schaffst du das? Geht das zeitlich, das mal so zu arrangieren? Also ich könnte es meistens ja mal versuchen. Also manchmal macht sie auch von alleine, sagt sie, okay, dann komm vorbei und bei mir Kaffee trinken. Also das geht. Du musst einfach klar machen, dass dir was an der Beziehung liegt zu deiner Mutter. Und das kann man ja auch in einem wirklich überzeugenden und freundlichen Ton sagen. Ohne jemanden unter Druck zu setzen, ohne jemandem Vorwürfe zu machen, sondern einfach um ein konstruktives Gespräch zu bitten. Hier, pass auf, ich weiß nicht, was los ist. Ich möchte gerne mit dir guten Kontakt haben. Lass uns reden. Red alles. Ich nimm's dir nicht krumm. So irgendwie so in der Art. Das musst du machen, Yvonne. Und zwar relativ schnell, wenn dir das wirklich so auf den Nägeln brennt. Auf jeden Fall. Ja. Weil ich habe einfach nur Angst, weil wenn ich halt was sage, dass sie hat es bisher halt grundsätzlich als Angriff gesehen gegen die Freundin. Egal, wie lieb man das auch gesagt hat. Ja, sag's noch lieber. Nimm noch mehr Wind aus den Segeln. Okay. Manchmal vergreift man sich vielleicht in der Nuance schon mal im Ton und das nimmt der andere dann noch stärker auf, als es gemeint ist und so weiter. Sag's noch eine Nummer lieber voller als vielleicht bislang schon. Okay. Alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Und die Monika ist hier. Die Monika ist 21. Hallo. Hi. Hallo Monika. Über was unterhalten wir uns? Mein Leben bricht zusammen. Dein Leben bricht zusammen? Mein Inneres, besser gesagt. Was ist los? Hat schon in der Kindheit angefangen, aber der Knackpunkt war, dass meine Mutter gestorben ist vor 2,5 Jahren. Ja. Und mein Vater ist ein relativ aggressiver Mensch und kann auch psychologisch sehr gemein und abwertend sein. Wohnst du mit ihm noch zusammen? Nein, ich habe damals Fachabitur angefangen und er hat gemeint, ich soll abbrechen, soll mich um meine kleinen Geschwister kümmern, soll arbeiten gehen, das habe ich damals gemacht. Mhm. Und irgendwann ging es dann einfach nicht mehr, weil er hat jegliche Aggression. Da kamen so Sprüche wie, vielen Dank für den 14. Januar, da ist meine Mutter gestorben. Das hat er zu dir gesagt? Ja. Vielen Dank für den 14. Januar. Wie meint er das denn? Dass du schuld bist an dem Tod, oder was? Ja, meine Mutter ist an einem Herzinfarkt gestorben. Und war damals echt ein richtig schöner Abend. Wir haben zusammengesessen und irgendwann kam mein Bruder dann zu mir gerannt. Mama, geht's nicht gut. Sie hat gebrochen, ihr ging's nicht gut. Ich hab mich halt um sie gekümmert. Mhm. Wie ein kleines Kind. Ich habe sie umgezogen, habe sie aufs Sofa gelegt, habe ihr geholfen, hat ihr zu trinken gebracht. Und sie wollte nicht, dass ich den Arzt rufe. Mhm. Und ich bin dann bei ihr sitzen geblieben bis um 4 Uhr morgens. Mhm. Und dann irgendwann bin ich ins Bett gegangen. Und dann irgendwann um 8 bin ich aufgestanden, habe die Rollläden hochgezogen im Wohnzimmer. Mein Vater wollte sie nicht nach oben bringen, hat gemeint, sie soll halt im Wohnzimmer schlafen. Ja. Und bin ich reingegangen, habe Mutti aufstehen und dann war halt nichts mehr mit Mutti aufstehen. Aber dein Vater war auch in der Wohnung? Im Haus, ja. Aber ich war der Frustbolzen für alles. Das heißt, wenn man sich jetzt Vorwürfe macht, warum haben wir nicht den Krankenwagen angerufen? Dann muss er sich die Vorwürfe auch machen. Er war ja da. Ja, aber für ihn war ich schuld. Mhm. Oder bin ich schuld oder was auch immer. Bis heute? Ja, ich denke schon. Wie schlimm, ne? Nicht schön auf jeden Fall. Nein, es ist ganz schlimm. Es ist schon schlimm genug, wenn man die Mutter verliert und du wirst ja selbst genügend Vorwürfe machen. Und wenn man das dann noch von dem Vater hört, der genauso, wenn überhaupt eine Schuld da ist, auch eine Schuld trägt.
Erzähl mal weiter. Also das Verhältnis, war das Verhältnis denn zu dem Vater, Entschuldigung, war das Verhältnis zu dem Vater vorher besser, vor dem Tod deiner Mutter, oder immer schon ein bisschen angespannt? Wir hatten eigentlich nie viel Kontakt mit unserem Vater, und ganz ehrlich, meine Geschwister waren äußerst froh darüber, waren immer froh, wenn er dann sein Computerzimmer verschwunden ist. Mhm. War täglich derselbe Ablauf. Er ist von der Arbeit gekommen, hat meine Mutter angemeckert, warum das Essen noch nicht auf dem Tisch steht. Mhm. Hat gemeckert, ist in sein Zimmer gegangen. Wenn er irgendwelche Aggressionen hat, hat er dann mehr ausgelassen. Mhm. So, das hast du gerade gesagt, mein Leben bricht zusammen. Du bist 21 Jahre alt, hast erzählt, dass deine Mutter gestorben ist vor 2,5 Jahren, hast von den schweren, schlimmen Vorwürfen berichtet. Was ist noch los im Moment? Ich weiß nicht, ich hatte als Kind mal ein relativ schlimmes Erlebnis mit einem Mann. Und meinen Eltern ist es gar nicht aufgefallen, weil meine Mutter war total überarbeitet mit meinem kleinen Bruder. Und ich habe mich fast ein Jahr lang in meinem Zimmer eingeschlossen. Hm. Ich war auch kaum in der Schule. Ich hatte, glaube ich, 133 Fehltage. Was war denn das für ein schlimmes Erlebnis mit einem Mann? Und wie alt warst du da? 11. Mhm. Und was war da? Hast du schon mal jemandem erzählt? Nicht wirklich. Mhm. Aber es hat einfach angefangen. Meine Mutter war ein unheimlich lieber, aber sehr naiver Mensch. Ja. Und ist das ein Mann aus der Familie oder aus der Verwandtschaft, Bekanntschaft gewesen? Ja. Aus dem näheren Umfeld? Ja. Aus dem sehr nahen Umfeld? Ja. Aus der Vater? Nein. Das wenigstens nicht. Ja, irgendwie. Ist es zu einem sexuellen Übergriff gekommen? Ja. Mehrfach? Nein. Einmal? Ja. Zu einer Vergewaltigung? Ja. Hm. Wo? Wohnzimmer. Bei euch in der Wohnung? Ja. Mhm. Und das war ein Verwandter? Freund von meinem Vater. Mhm. Und die haben das nicht gerafft, deine Eltern? Deine Mutter auch nicht? Auch nicht gewittert, was da... Mein Bruder ist hyperaktiv. Meine Mutter war absolut überfordert mit ihm. Sie kann nichts dafür. Das war einfach... Mein Vater hat sich sowieso nicht für uns interessiert. Der Bruder war zu aktiv, wie meinst du das? Also der hat hyperaktiv. Ach so, hyperaktiv. Oder? Das heißt, ja. Deine Eltern waren sehr beschäftigt mit dem Jungen, ja. Und haben dein Leid, du hast wahrscheinlich stille Signale ausgesandt, aber das haben sie gar nicht registriert. Ja. Mhm. Also das auch noch als schwere Hypothek aus der Vergangenheit, so ein Erlebnis, was man natürlich, wenn du 11 Jahre warst, sagst du, das hat man natürlich noch sehr in Erinnerung, sehr klar in Erinnerung. Ist ja mal gerade erst 10 Jahre her, so lange ist es nicht. Wie läuft dein Leben denn zu dem im Moment? Was machst du beispielsweise? Hast du einen Beruf oder studierst du? Oder? Würde ich gerne machen, aber ich kann es mir nicht leisten. Meine kleine Schwester wohnt bei mir und muss arbeiten gehen, weil sonst kann ich die Wohnung nicht halten, meinen kleinen Hund. Und ich würde gerne mein Abi fertig machen. Die Noten dazu hatte ich, aber... Also du arbeitest im Moment? Ja. Mhm. Als was arbeitest du? Bibliothek. Achso, ein Job ist das einfach? Ein Job, einfach nur Geld. Und würdest gerne Abi... Das Abi hast du auch noch nicht gemacht? Nein, ich würde gerne Ausbildung als Krankenschwester machen, aber ist halt... Finanziell ist es schwer. Wie alt ist deine kleine Schwester? Die ist 19, aber ist in der Ausbildung. Mhm. Na gut, aber das ist ja dann eine absehbare Zeit, ne? Dass sie dann auch bald für sich sorgen kann, die kleine Schwester. Hm. Aber das ist nur ein Punkt der Probleme im Moment, dass du halt auch finanziell schlecht dastehst, nicht das tun kannst, was du gerne tun möchtest. Was ist das für dich seelisch am belastendste, Monika? Ich weiß nicht, ich kann Menschen versuchen, immer wieder auf mich zuzugehen, Freunde, aber ich stoße, ich kann niemanden näher an mich ranlassen. Mhm. Die Menschen, die ich nah an mich rangelassen habe, die haben mich immer enttäuscht und ich habe langsam keine Kraft mehr, noch keine Lust mehr. Hast du schon mal eine Beziehung gehabt? Ja. Das ist auch nicht toll gelaufen? Nein, er hat ziemlich viel Alkohol getrunken und war unter Alkoholeinfluss. Mein Vater redet von der psychischen Art sehr ähnlich. Hm. Das liegt aber jetzt schon eine Weile zurück, diese Beziehung. Ja. Hm. Weißt du, man kann natürlich in so einem 10-Minuten-Gespräch, was wir hier auf dem Sender führen können, kann man natürlich nicht wirklich in die Tiefen von einem Menschen steigen.
Aber was du mir jetzt gerade, du hast mir schon zwei Sachen erzählt, die so schlimm sind, dass, und eine dritte, die sehr belastend ist. Zwei Sachen, die sehr schlimm sind, nämlich das, was dir passiert ist, als du 11 warst. Dann hast du vor 2,5 Jahren deine Mama verloren und machst dir Vorwürfe und dein Vater macht dir auch noch Vorwürfe und sorgst dich dann auch noch seitdem um deine kleine Schwester. Ich finde, das ist schon nachvollziehbar, dass es dir schlecht geht und dass du mit deinen 21 Jahren das Gefühl hast, ich kann nicht mehr. Ne? So ist es doch. Ja, ich habe irgendwie angefangen, die Aggression an mir auszulassen. Mhm. Was machst du? Schneidest du dich? Oder? Auch. Mhm. Siehst du, das sind alles Signale, die sagen, stopp, jetzt muss etwas unternommen werden. Wenn ich jetzt nicht etwas tue, dann gehe ich kaputt und mache mich kaputt. Und mein Leben geht den Bach runter. Und deswegen finde ich es auch gut, dass du angerufen hast. Denn das ist auch wieder ein erster kleiner Schritt zur Selbsthilfe. Einfach sich irgendwo hinzuwenden, dass man mal redet. Dass man vielleicht von außen so ein bisschen eine Objektivierung gesagt bekommt. Dass man vielleicht auch einen Tipp kriegt, was man tun sollte. Ich finde, dass du Hilfe brauchst, Monika. Ich finde, dass dir jemand einfach unter die Arme greifen muss. Gehen musst du selbst, aber es muss dir jemand ein bisschen helfen dabei. Es geht einmal um das schlimme Erlebnis vor 10 Jahren. Es geht darum, mit dem Tod deiner Mutter fertig zu werden und den Schuldgefühlen. Und es geht letztendlich auch darum, dass das aktuelle Leben etwas auf die Reihe zu kriegen und wieder in eine Bahn zu lenken, dass du vielleicht das machen kannst, was du gerne möchtest, nämlich beispielsweise eine Ausbildung als Krankenschwester. Ich finde, dass du Hilfe brauchst. Jetzt lachst du so ein bisschen. Nein, nicht wirklich. Hast du denn darüber nachgedacht schon mal, dass du dir professionell von außen jemanden suchst, der dir beisteht? Das Problem ist, ich weiß nicht, ich war schon mal bei Psychologen. Das ist, also meine Eltern haben mich dann damals irgendwann dahin geschickt, ich war 16, irgendwann haben sie mich hingeschickt, weil ich habe mit Frustfressen angefangen, Selbstmordversuch. Mhm. Und ich bin halt erfolgreich. Ja, und, weißt du, wenn man so dahingeschickt wird, das bringt alles nichts. Du bist eine erwachsene junge Frau, du musst dir den aussuchen. Du musst dir jemanden aussuchen. Du hast in einer gewissen Weise ein Vertrauen gehabt und hast hier angerufen, hast dich mit mir unterhalten. Weil du mich wahrscheinlich kennst aus dem Fernsehen, aus dem Radio. Mhm. So, jetzt hast du auch das Recht, nicht irgendwo zu irgendeinem Psychologen verwiesen zu werden, sondern den musst du dir auch suchen, dass es ein Typ ist, von dem du sagst, den nehme ich ernst. Mit dem möchte ich gerne, dem möchte ich mich auch gerne öffnen. Und der soll mir dann auch helfen, so wie man sich einen Arzt auch aussucht. Man geht ja auch nicht zu jedem Arzt. Da gibt es ja Unsympathische, da gibt es Deppen und da gibt es ganz tolle Leute und die muss man suchen. Und so ist es bei dem Psychologen auch vielleicht noch ein bisschen komplizierter, weil es da um die Seele und das Innere geht. Aber du musst es machen, Monika. Du schaffst das nicht alleine. Du sagst mir so peu so Sachen, dass du mit 16 schon Frustfressen und Selbstmordversuche und jetzt verletzt du dich. Das sind ja alles ganz, ganz bittere Signale. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Hilft mir. Dann wird meine Schwester sich auch anfangen, Sorgen um mich zu machen, das will ich nicht. Ach, weißt du, die ist 19 Jahre alt. Du musst jetzt auch nicht immer die große Obermama spielen. Die kann allmählich auch ein bisschen ihr Leben selbst in die Hand nehmen und die soll auch mal sehen, dass es für dich alles nicht so einfach ist, zu stemmen. Und dass du auch ein Recht hast auf dein Leben. Du musst nicht alles runterschlucken und nicht nach außen immer die Tolle und die Starke spielen. Wirklich nicht. Das schaffst du nicht. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen jetzt weitersprichst, Monika. Mhm. Da musst du keine Sorge für haben, sondern der wird dir einfach ein paar Tipps geben, wie du jetzt weiter vorgehen sollst. Und ob du das dann machst, musst du für dich selbst entscheiden. Ich würde es dir dringend raten. Tu es für dich und tu es auch für deine Schwester, die du offensichtlich sehr gerne hast. Aber wenn man jemanden sehr gerne hat, muss man zudem auch offen sein. Und die ist 19, die verträgt das schon, wenn du ihr offen sagst, was los ist. Hm? Okay. Jetzt legst du auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Okay? Mhm. Okay. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir noch eine Yvonne. Yvonne. Gerade hatten wir eine. Jetzt ist noch eine hier. Yvonne 24, hallo. Ja, hallo, Domian. Yvonne. Ja. Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist, ich bin in einer festen Beziehung seit 3,5 Jahren mhm. und habe seit 1,5 Jahren eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Aha. Ja. Seit 1,5 Jahren? Genau. Mh. Ist ja eine lange Zeit im Verhältnis zu der
Hauptbeziehungszeit, ne? Die läuft 3,5 Jahre. Ja. 1,5 Jahre eine, ich gehe davon aus, dass das eine geheime Beziehung ist. Ja, selbstverständlich. Niemand weiß doch. Wer weiß davon? Beste Freundin vielleicht noch? Gar keiner. Niemand? Nur der Mann. Nein, niemand. Mhm. Niemand. Lebst du mit deinem Hauptfreund zusammen? Ja, tue ich. Mhm. Also musst du viel lügen? Ja, das muss ich. Wie oft triffst du dich mit deinem Lover? Also, wir hatten eine Zeit lang jetzt erstmal eine Pause gemacht, weil ich ihm gesagt habe, dass ich das nicht verantworten kann, wenn seine Familie dadurch kaputt geht. Und dann hatten wir uns für eine kurze Zeit getrennt und dann hat er sich aber wieder gemeldet und seitdem treffen wir uns vielleicht ein-, zweimal in der Woche ungefähr. Ich hätte jetzt eigentlich viel lieber gehört, wenn du gesagt hast, ich kann das nicht verantworten, weil meine Beziehung dabei kaputt geht und ich meinen Freund belüge. Das, was dein verheirateter Geliebter macht, ist erstmal dessen Bier. Mhm. Ja, das ist ein erwachsener Mann. Wie alt ist der? 26. 26. Mhm. Warum überhaupt dieses Verhältnis? Ich kenne ihn von der Schule und ich fand ihn früher schon ganz toll. Nur er hatte mich früher auch gar nicht registriert, weil ich ich war dick und hässlich. Und dann haben wir uns vor 1,5 Jahren auf einer Party wieder getroffen. Mhm. Dann hat es geknallt, also auch von beiden Seiten. Also es geht rein sexuell oder auch? Nein, es geht nicht ums Sexuelle. Also es ist eine richtige Liebesbeziehung? Ja. Von seiner Seite aus auch oder nur von deiner? Nee, von beiden Seiten. Mhm. Also ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihm gesagt, es wäre okay, wenn er nur eine rein sexuelle Beziehung haben möchte. Es wäre natürlich auch toll, wenn man vielleicht eine Beziehung führen könnte. Und also er sagte, er wäre ganz klar für eine Beziehung. Also aber für eine geheime Parallelbeziehung? Erstmal, genau. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, oh ja, ich muss sehr viel lügen. Was sind denn das so für Lügen? Ja, wenn ich zum Beispiel, er arbeitet sehr lange abends und wenn ich dann mich abends noch mit ihm treffe, bevor er nach Hause fährt, dann muss ich meistens schon um 5 Uhr von zu Hause wegfahren, dass das nicht auffällt, weil abends kann ich nicht rausgehen. Ja. Und was sagst du denn deinem Hauptfreund, wo du so lange bleibst und wo du bist? Bei meiner Schwester, beim Babysitten bei meiner Schwester. Und da ist nicht mal so, dass der dich mal per Mobiltelefon versucht zu erreichen? Gibt es da nicht Schwierigkeiten manchmal? Doch, das tut er. Und ich gehe auch dann ins Handy, weil sonst würde er auf dumme Gedanken kommen. Achso, du gehst dann, obwohl du vielleicht in den Armen des anderen liegst, ja, so ein bisschen übertrieben ausgedrückt, gehst du ans Handy und sprichst dann ganz normal mit deinem Freund? Ja, muss ich. Mhm. Krass, ne? Ja, das ist nicht schön, das ist nicht schön. Nee, das ist überhaupt nicht schön. Erzähl mir mal von deinem Hauptfreund. Jetzt hast du mir mit Euphorie eigentlich erzählt, was für ein toller Typ deine Affäre ist. Dass du was ist denn deine Hauptbeziehung für ein Mensch? Was ist er für ein Mensch? Er ist nicht einfühlsam, er ist sehr egoistisch und es gibt gewisse Dinge, wozu ich einfach nicht mehr stehe, die zu machen. Zum Beispiel? Wir haben so Partnertausch gemacht und das wollte er? Ich war am Anfang auch begeistert davon und habe es ausprobiert, aber ich möchte das eigentlich nicht mehr. Ich möchte das nicht und ich kapsel mich immer weiter ab. Und hast du denn, schlaft ihr beide denn noch regelmäßig miteinander? Also du und dein Hauptfreund? Nein, das haben wir nicht mehr. Auch nicht mehr? Nein. Wie ist der Umgang so mit untereinander? Zärtlich noch? Ein bisschen? Manchmal? Nein, auch nicht. Gefällt mir ganz selten. Ich blocke ab. Ich kann nicht. Ich möchte nicht blocken, aber ich kann nicht anders. Ja. Also tote Hose kann man sagen, ne? Absolut, ja. Seit wann? 2 Monaten. Ach so, länger noch nicht? Nee. Mhm. Länger noch nicht. Vorher ging es. Vorher war das noch, netter auch vorher? Nein, auch nicht. Eigentlich läuft das schon etwas länger nicht mehr. Aber seit 2 Monaten ist es richtig heftig. Es ist extrem, ja. Mhm. Warum, Monika, gestatte die, Yvonne, entschuldige, ganz profane Frage, warum du dann überhaupt mit ihm zusammen bist? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe nie ein familiäres Verhältnis zu meiner Mutter gehabt oder Familie gehabt und ich wohne hier mit seinen Eltern, das heißt, wir haben eine eigene Wohnung und die sind wie meine Eltern zu mir. Also ich fühle mich hier einfach wohl. Mhm. Aber ich fühle mich nicht
nicht so wohl in der Gegenwart meines Freundes. Also du hättest gerne so dieses familiäre Umfeld, ja, vielleicht auch die Schwiegereltern, aber du hättest nicht, eigentlich würdest du gerne deinen Freund loswerden, wenn man es mal ganz, ganz klar ausspricht. Ja, würde ich, ja. Und ja. Ich weiß nicht, was mit dem anderen. Ich weiß nicht, was ich da machen soll, ob ich das sein lassen soll oder ich weiß es nicht. Ich habe ja gerade so schon das so verstanden und herausgehört, dass du diesen anderen wirklich liebst. Ja, tue ich, absolut. Ne? Und absolut. Das ist ein Traummann irgendwie. Absolut, ja. Wie ist denn die Ehe bei ihm? Spricht er darüber? Er spricht darüber, ja, die Ehe ist, die läuft katastrophal. Letztes Jahr wollte er sich trennen, hat seine Frau auch von mir erzählt. Und wie gesagt, ich habe ihm dann gesagt, dass er das nicht machen soll. Er soll sich nicht trennen, weil er soll sich nicht vom ersten Eindruck jetzt trennen. Und dann hinterher bereut er es vielleicht. Und dann hat sie ihm jetzt noch ein Kind angehängt. Ja. So nach dem Motto, okay, du hast jetzt drei Kinder, Frau und Haus. Du kannst sowieso nicht gehen, weil sonst bist du gar nichts mehr. Ja. Weil er sonst Schulden ohne Ende, er wäre gar nichts mehr. Das ist ja für ihn auch die Hölle wahrscheinlich zu Hause. Die weiß davon, dass es dich gibt. Ja. Die weiß auch, dass es dich immer noch gibt. Ja, mit Sicherheit, das wird sie wissen. Und die mutmaßt immer, wenn er länger wegbleibt, jetzt trifft er sich wieder. Ja, sie ruft auch permanent an abends. Oh, was für eine verfahrene Situation, Yvonne. Ja. Was für eine verfahrene, furchtbare Lage. Ja. Also erstmal, lass uns noch erstmal über dich reden. Ich finde, deine Lage finde ich noch gar nicht so verfahren. Deine direkte Lage erstmal. Ich finde immer schwierig, wenn jemand sagt, ich liebe zwei Menschen. Ich bin hin und her gerissen. Das finde ich immer sehr schwierig. Aber bei dir ist das ja sonnenklar. Ja, absolut. Ne? Die Gefühle sind weg zu deinem Hauptpartner. Du fühlst dich wohl in der Familie. Du fühlst dich wohl bei den Schwiegereltern. Aber gut, da musst du halt Opfer bringen. Ich finde, der allererste Schritt für dich, um in dein Leben auch Klarheit zu bringen, ist die Trennung von deinem Freund. Mit allen für dich wahrscheinlich auch erstmal beängstigenden Überlegungen. Absolut. Da muss ich ausziehen, da wohne ich alleine und dann hänge ich absolut, ganz... Absolut, ja. Horror. Aber ich sag's nur mal so. Das fände ich den richtigen und logischen Schritt, das zu lösen. So, und dann ist die nächste Frage, wie geht das weiter mit dir und mit deinem anderen Freund? Oder mit deinem wirklichen Freund? Natürlich, so wie du es jetzt beschrieben hast, muss er auch mit allen Mitteln aus dieser Ehe raus. Absolut. Es ist ein junger Mann von 26, der geht ja kaputt, wenn der da drin bleibt. Geht er auch. Und ich glaube, es gibt immer Wege, auch wenn da eine Frau ist und ein Haus und drei Kinder und weiß ich was, es gibt immer Wege, so etwas zu lösen. Irgendwie. Ja, absolut, das denke ich auch. Mit vielen Opfern wahrscheinlich und mit vielen Problemen. Ja. Aber es kann nicht die Alternative gelten, ich lebe in einer absoluten verlogenen Situation mein Leben lang weiter. Ja, und ich denke auch, es kann nicht sein, dass er ist ja wirklich erst 26, dass er jetzt nur da bleibt, weil es da drei Kinder gibt und weil es da so viel Schulden sonst gibt. Ich meine, der Mann ist unglücklich, absolut. Ja. Aber ich denke, er wagt diesen Schritt wahrscheinlich auch noch nicht. So, jetzt ist nochmal zu dir. Vielleicht ist es auch für euch, ich sag mal, für die Beziehung zu dir und deinem Nebenfreund, der eigentlich ja dein Hauptfreund ist. Vielleicht beeindruckt ihn das auch, wenn du den ersten Schritt machst, aus der Beziehung raus und dich befreist. So sitzt ihr beide da ängstlich in euren Nestern, fühlt euch völlig unwohl und es geht nicht vor und nicht zurück, lebt in einer Lügenverstrickung und seid letztendlich auch unglücklich beide. Ja. So, jetzt müsstest du eigentlich jetzt den ersten Schritt machen. Du müsstest es machen, Yvonne. Mit allen schmerzlichen Konsequenzen, aber so schmerzlich ist es gar nicht. Du hast ja immerhin deinen anderen Freund noch, den du liebst. Du hast eine Liebe. Ja, das stimmt. Das musst du ganz hoch wertschätzen. Dann nimmt man vielleicht schon in Kauf, dass man nicht mehr in einem schönen Haus wohnen kann, sondern vielleicht erstmal in einem kleinen Apartment vorübergehend oder was weiß ich. Aber du hast eine Liebe. Du bist emotional, bist du erstmal abgefedert. Ja. Und dann muss man weitersehen, wie sich das denn entwickelt, auch bei deinem Freund und dessen Ehe. Also ich würde dir raten, dass du es tun solltest, über kurz oder lang. Ja. Quasi als Befreiungsschlag auch für dich. Ne? Das ist am Anfang bitter, aber ich garantiere dir, nach einer gewissen Zeit wirst du sagen, gut, dass ich es gemacht habe. Gut, dass ich es gemacht habe. Es geht nicht mehr so weiter. Ja.
Es ging nicht mehr so weiter damals. Ja. Viel Glück von Herzen. Ja. Alles Gute, Yvonne. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Es ruft niemand zum Fußball an. Was ist los? Wahrscheinlich liegen die alle besoffen irgendwo, gefrustet und besoffen in der Ecke und wollen gar nicht mehr darüber reden. Jetzt kommt ein Mann. Ein Mann redet vielleicht eher über Fußball. Ich weiß es nicht. Manuel, 20, hallo. Ja, hallo Jürgen. Hallo Manuel, ja. Ja. Über was reden wir? Ja, jetzt endlich jemanden über Fußball. Ist es wahr? Siehst du, ich dachte, die Mädels reden nicht über Fußball. Jetzt kommt aber ich auf jeden Fall. Also ich bin total gefrusteter. Ich hab's mir schon gedacht. Ich hör's da schon in deiner Stimme. Ja, also ich war schon gestern und vorgestern gefrustet, weil du da warst. Ja. Nee, aber heute, das war absolut, das hat das fast zum Überrollen gebracht. Wie hast du denn das Spiel, ich hab's ja auch gesehen, wie hast du das Spiel so empfunden, die 10 Minuten, die da so hintropften? Ja, also ich habe mit 4 Kumpels das Spiel angeguckt und also wir haben wirklich gehofft und gedacht auch, dass Deutschland weiterkommt, aber... Es fing ja am Anfang mit dem Ballack-Tor gut an. Ja, ne? Genau, der Micha, der hat es ja wirklich gemacht, aber dann, das war ja der Milan Baroš, der hat es wirklich gerissen, dann war es aus und dann kam er nichts mehr. Aber dann wurde es immer schlimmer. Die Holländer haben ja noch da 3-0 gemacht und dann war ja wirklich alles vorbei. Ja. Ab wann hast du aufgehört zu hoffen? In welcher Minute? Also ab dem 1-1, da hat man ja gesehen, da gab gar nichts mehr. Also vorher haben wir wirklich noch die Chancen gehabt. Der Micha hat ja auch nochmal den Pfosten getroffen, der Micha Ballack. Ja. Und da habe ich ja wirklich noch gedacht, jawohl, aber mit dem Bernd Schneider, da hat der Rudi wirklich eine Gurke reingebracht. Da war wirklich nichts mehr zu holen heute. Ich habe mir ja sagen lassen, dass die ganz Jungen... Die unter 21-Jährigen, die dabei waren, sehr gut waren, ne? Ja, sicher. Also ich habe mir auch das ganze Turnier bis jetzt angeguckt und der Philipp Lahm, der 20-Jährige auf der linken Seite, der war auch wirklich ein super Spiel gemacht. Und der Arne Friedrich in der Abwehr, also auch unser Jungen, da kann man wirklich nicht meckern. Auch unser Junge hier aus Köln, ne? Prinz Poldi. Auch nicht. Aber gut, das war das Problem halt, dass er das im letzten Spiel erst den Lukas gebracht hat. Ne? Da hätte er wirklich schon mehr reißen können, wenn er den im ersten Spiel gebracht hätte. Und im zweiten auch, aber das war wirklich... Also, ich habe da gesessen und da war das so, ich weiß es nicht, in der 60., 65. Minute oder sowas. Mhm. Da habe ich schon gedacht, das wird nichts mehr. Ja, also wirklich ab dem 1-1, bis dahin habe ich ja wirklich noch Hoffnung gehabt, aber danach... Ja. So, also, nur ist die... Wir haben ja auch mit der zweiten Garnitur gespielt, das war ja auch schon ganz gut, da hat ja auch wirklich ganz Fußball-Deutschland gehofft, ne? Ja, aber wie peinlich, nun spielen die schon mit ihrer zweiten Garnitur. Ja, sicher, aber das war ja wie 96. Und Tante Käthe kriegt es da nicht. Da haben wir auch 3-0 gegen die zweite Garnitur gemacht. Ja. Nur, wie siehst du das denn mit Herrn Völler? Macht Herr Völler weiter? Wird er auch? Also ich würde mir wünschen, er wird weitermachen, aber ich glaube, also der Rudi, der ist ja wirklich ein Fußballidol und er wird von sich selber, Aber was, wieso wünschst du dir das? Er hat ja nun wirklich... Ich wünsche es mir nicht. Also ich wünsche mir, dass er weitermacht, aber... Der hat so viel Ehrgeiz, also... Also was denn nun? Wünschst du dir, dass er weitermacht oder nicht? Also ich wünsche mir schon, dass er weitermacht. Warum? Aber er hat doch nur keinen Erfolg hingelegt. Das ist doch eine Schlappe... Ja, das ist ja das Problem. Also der Rudi Völler, der wird von sich selber sagen, nee, ich lasse es lieber sein. Ja, aber das ist doch gut so. Er hat doch keinen Erfolg hingelegt. Das ist doch eine schlappe Nummer. Ja, aber er ist ja wirklich auch der Stürmer, der war für Erfolg... Das sind alte Jacken. Jetzt ist ja entscheidend, ob es ein guter Trainer ist. Und ich, auch als Nicht-Fußball-Kenner, sage, es ist kein guter Trainer, weil diese Mannschaft einfach offensichtlich... Aber du hast doch gesehen, was der 2002 bei der WM gemacht hat. Heute ist, jetzt haben wir 2004. Die Luft ist raus. Das ist jetzt natürlich wieder 2 Jahre weiter, aber... Ja. Ich meine, der Rudi Völler, der ist wirklich auch ein guter Trainer mit Michael Skibbe zusammen. Das war wirklich ein super Team und das hätte auch wirklich keiner gedacht, dass die jetzt schon in der Vorrunde rausfliegen. Aber ich finde ja, ich kann das fußballmäßig gar nicht so beurteilen, aber vom Typ, vom Auftreten, finde ich Hitzfeld ja ein ziemlich cooler Typ. Ja, sicher. Dem würde ich das, vom Typ her gut zutrauen, dass er das macht. Ja, also ich bin ja auch Dortmund-Fan und ich habe bei Hitzfeld wirklich mehrere Jahre erlebt und... Ich würde schon sagen, dass der Hitzfeld die einzige Alternative zu Rudi Völler ist, wenn er denn aufhört, jetzt nach dieser Katastrophe. Das ist ja interessant, das auch von dir bestätigt zu bekommen, von einem Fußballfan, einem Fußballkenner. Ja, sicher, ist richtig. Also der Hitzfeld, der ist schon der Mann, der das wirklich das Ruder noch umreißen kann. Ja. Hat man ja gesehen in den letzten Erfolgen mit den Bayern. Und der Rudi Völler, ich meine gut, er wäre wirklich der Name gewesen für 2006 für die WM im eigenen Land, aber... Ohne Erfolg natürlich, das hilft keinem Trainer. Es gab heute nach dem Spiel diese obligatorischen Interviews
Ja, klar. So auch dann Herr Völler. Und Herr Völler listete auf, wir haben gegen die verloren. Naja, wir hätten ja auch gewinnen können. Wir hätten gewinnen können. Ja, das sagt er dreimal hintereinander. Dreimal sagt er das hintereinander. Wir haben verloren, aber wir hätten gewinnen können. Wir haben verloren, aber wir hätten gewinnen können. Ja, ja, sicher, das war dreimal. Und das war lächerlich. Das heißt ja dann, dass wir wirklich nicht gut waren. Wir waren super Spieler, aber ja. Du hast schon recht, also mit dem... Ich finde auch, es mag ja ein netter Mensch sein, aber ich finde, der hat keine Medienpräsenz. Wenn ich also am Beckenbauer... Ich finde, für die Medien ist Völler natürlich die erste Wahl. Finde ich nicht. Der kann nicht richtig reden, der hat keine richtige Ausstrahlung. Wenn ich da so an Beckenbauer-Zeiten denke, der steht und hat eine Aura, hat eine Ausstrahlung. Jürgen, hör mal, das ist doch der letzte, das ist unser Idol, der Rudi. Und ich merke schon, wer denn sonst außer Rudi? Hitzfeld, ich meine gut, er ist ein super Trainer, aber als Spieler hat er doch auch nichts gerissen, oder? Früher? So, jetzt will ich von dir noch einen Tipp haben, wer denn nun gewinnt oder deine Prognose. Ich tippe auf Tschechien im Finale. Ehrlich. Und die werden auch gewinnen. Wahrscheinlich gegen die Engländer, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber also, ich würde schon sagen, die Tschechen, die reißen es. Wir haben wirklich ein super Team. Wenn die uns schon mit der B-Mannschaft schlagen, dann werden die auch Bombenmeister. Mein profanes Laienwissen tendiert in Richtung England. England? Ja, tendiert. Was denn von dem Rooney? Ja, nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Ja, also der ist wirklich super. Und ich finde ein bisschen ärgerlich, dass der da von den Medien ein bisschen auf die Gascoigne-Schiene geschoben wird. Ja. Dann gibt es ja noch so einen Außenseiter. Was ist mit Schweden? Was denkst du dazu? Also die Schweden, also... Ich bin wirklich überrascht von den Schweden. Also, das hätte ich nicht gedacht vor der EM, aber obwohl die wirklich eine super EM-Qualifikation gespielt haben, hätte ich das nicht gedacht. Aber denen ist wirklich alles zuzutrauen. Also, vor allem der Larsson, also wenn die gut spielen, dann ist denen wirklich alles zuzutrauen. Ich bin so ein Skandinavien-Freund und Fan. Und du würdest denen sehr gönnen, wenn die Schweden das. Also, zu gönnen wäre es den Schweden auf jeden Fall. Aber mein Tipp, also von wegen her fußballerischen Können und so, also würde ich schon sagen Tschechien. Ja, Tschechien. Oder England. Oder England. Oder England. So, das war jetzt das Fachgespräch zum Thema Fußball, zum Ende der heutigen Sendung. Ja, hat heute nicht gefehlt, auf jeden Fall. Das musste heute rein, auf jeden Fall. Musste rein. Ja, auf jeden Fall. Alles Manuel, klar. Danke für deinen Anruf. Okay, danke dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Jens Diegel. Morgen sind wir auch wieder da, ich hoffe es doch sehr. Um 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Und wenn ihr morgen mitmachen wollt, könnt ihr eigentlich jetzt schon oder auch den ganzen Tag über mailen unter domian@wdr.de euer Thema vorschlagen, eure Telefonnummer draufschreiben, immer wichtig. Und dann gucken wir mal weiter. Vielleicht werden wir morgen schon miteinander verbunden sein. Schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss. Es ist 2 Uhr, Sie hören Nachrichten vom SWR, Lissabon. Für Deutschland ist die Fußball-Europa